In diesem Tutorial möchte ich euch die Grundlagen von MySQL erzählen, womit es quasi als Erweiterung zu dem vorherigen gesehen werden kann, wo wir uns über MySQL und Java unterhalten haben. Ich kann euch erstmal diese relativ coole Firefox-Erweiterung ans Herz legen, das ist der SQL Lite Manager. Der ist eigentlich äußerst praktisch, das ist das Programm, was ich gerade aufhabe. Also mir gefällt es sehr gut, vor allen Dingen so, wenn man Queries testen will oder so, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe hier zwei Tabellen angelegt, und zwar einmal die Tabelle Accounts mit vier Attributen, Name, Klasse, Level, Gold und die Tabelle Reittier mit Name und Reittier. Wobei als Semantik von dieser Tabelle gesehen werden kann, dass sobald ein Spieler ein Reittier erwirbt, wird er in dieser Tabelle eingetragen, so dass wir sehen können, wie viele und wer ein Reittier besitzt. MySQL Queries haben im Prinzip immer denselben Aufbau. Er zeigt mir auch schon als Vorgabe Select Star from Table Name an, da das genau so laufen wird. Als erstes wollen wir irgendwelche Attribute aus unserer Tabelle raussuchen. Deswegen selektiere, also gib mir, jetzt sagt er erstmal irgendwas, hier könnte ich jetzt eintragen, was genau ich denn jetzt überhaupt haben will. Zum Beispiel möchte ich den Namen von irgendwelchen Spielern haben. Okay, ich will jetzt also nicht alles, sondern ich will nur das Attribut Name haben. Schreibe ich erstmal rein. Wir erinnern uns, unsere Tabelle Accounts sah so aus, dass wir vier Attribute hatten: Name, Klasse, Level, Gold. Hier sage ich jetzt also Select, Name, Name, wie auch immer, from Table Name. Okay, es war die Tabelle Accounts, also will ich wohl Accounts haben. So, jetzt habe ich also Select Name from Accounts und drücke, nachdem hier ein Semikolon hinter ist, Run SQL und bekomme schon mal alle Namen aus meiner Accounts-Liste. So, jetzt ist es vermutlich selten, dass ich die ganze Liste an Namen oder was auch immer einfach auslesen will. In der Regel will ich einen spezifischen Eintrag haben. Also muss ich das Ganze noch ein bisschen beschränken. Im Moment sage ich mir nur, okay, gib mir einfach alle Namen aus Accounts aus. Jetzt will ich zum Beispiel nur noch die haben, die einen Goldbetrag größer 500 haben. Gucken wir da nochmal rein. Das heißt, es wären alle außer der AAA, der hat nämlich genau 500 und genau ist eben nicht gleich. Also muss ich das jetzt noch ein bisschen erweitern. Schreibe ich also hinter, where Gold ist größer 500. Also gib mir alle Namen aus Accounts, wo gilt, dass Gold größer 500 ist. Ich drücke Run SQL und sehe, alles klar, der ist raus. So einfach kann es da wirklich sein. Jetzt kann man sich aber schon mal direkt angewöhnen, diese Tabellen umzubenennen. Im Moment ist es noch relativ egal, aber sobald die Queries größer werden, braucht man es sowieso. Machen wir es also von Anfang an. Im Moment lesen wir einfach Name und Gold, wie auch immer, aus Accounts aus. Accounts hat die beiden, es gibt nur Accounts, ist also auch für unsere SQL-Anweisung klar, aus welcher Tabelle das bekommen soll. Das muss aber nicht immer so sein, also nennen wir sie einfach um. Das machen wir, indem wir einfach einen Namen beliebig hier hinter schreiben. Also from accounts egg were, hast du nicht gesehen. Das bedeutet, dass wir jetzt im folgenden Accounts immer nur ACC abkürzen oder egg nennen oder wie auch immer. Also so schreiben wir jetzt noch hier vor egg.name und egg.gold. Heißt also jetzt, dass wir Accounts umbenannt haben und nehmen jetzt also speziell aus dieser Tabelle Name und Gold raus. Auch nicht schwer, ist aber wichtig. Jetzt nehmen wir einfach mal an, dass wir in unserem imaginären MMO eine Rundmail schicken wollen an alle Spieler, die sich ein Reittier leisten könnten, aber noch keins haben. Einfach weil wir jetzt gerade, keine Ahnung, Reittiere loswerden wollen. Wie auch immer. Dafür nehmen wir jetzt weiterhin an, dass unsere Reittiere 500 Gold kosten, dann passt unsere Query nämlich schon so einigermaßen und müssen weniger ändern. Also, wir haben momentan schon alle Spieler, die mehr als 500 Gold haben. Entsprechend sind das schon mal alle, die sich theoretisch eins leisten könnten. Jetzt sind aber auch schon die da drin, oder immer noch die da drin, die schon eins haben. Die interessieren uns ja jetzt nicht, nicht wirklich. Also müssen die noch raus. Wir erinnern uns, wir haben eine Tabelle Reittier, in der alle die drinstehen, die schon eins haben.
Das sind, wir können nochmal reingucken, AAA und AAD. Die haben nämlich beide ein Reit hier schon mal gekauft. Die müssen da jetzt raus. Der eine ist schon raus, nur noch AAD muss da raus. Dafür habe ich eine Query schon vorbereitet, weil ich mich nicht vertippen will und es jetzt auch schneller geht. Was ist jetzt hier anders? Also, der Anfang ist exakt derselbe. Wir haben erstmal alle Namen aus Accounts, wo Gold größer 500 ist. Das sind eben die, die sich das leisten können. Zusätzlich muss jetzt noch gelten, dass ein Tupel nicht existiert. Und zwar das Tupel, da in dem drin stehen würde, dass sie ein Reittier gekauft haben. Sagen wir es mal so. Wenn der Spieler ein Reittier besitzt, dann steht hier der Name des Spielers und irgendein Reittier. Ist jetzt gerade vollkommen egal, es geht dann um die Existenz von so einem Reittier. Also, wenn hier der Name in dieser Tabelle vorkommt, hat er ein Reittier, ist für uns egal. Heißt im Umkehrschluss, wenn der Name des Spielers nicht in dieser Tabelle drin ist, hat er kein Reittier. Ist also in der Menge der Spieler, die wir anschreiben wollen. Okay, also gucken wir jetzt nochmal in unsere SQL-Query. Ich suche zusätzlich die Spieler, für die nicht existiert, und zwar dieses Tupel. Okay, gib mir alles, ist gerade egal, aus der Tabelle Reittier, die haben wir ja hier, wo gilt, dass der Accountname gleich der Reittier.name ist. So, der Accountname, also egg.name, war ja gerade der Spieler, der Name des Spielers, von dem wir überprüfen wollen, ob er gerade einen Reittier hat. Und Reittier.name, wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn ich jetzt mal eben so mache, dann ist das einheitlicher. So. Ich überprüfe jetzt, ob es einen Eintrag hier gibt, wo gilt, dass dieser Name, zum Beispiel wo jetzt hier AAA steht, ob dieser Name zufällig der Name ist, den ich gerade überprüfe. Wenn das der Fall sein sollte, habe ich verloren und er fliegt raus. Weil hier steht ja vor, and not exist. Eben das soll gerade nicht existieren. Er soll nicht in dieser Tabelle drinstehen. Deswegen gibt mir einfach, ihr könnt hier übrigens auch Namen oder was auch immer reinschreiben, man überprüft nur auf Existenz. Also das ist quasi eine True-False-Abfrage. Da steht nachher irgendwas drin oder halt nicht, was da nachher steht, ist mir vollkommen egal. Select irgendwas, deswegen war hier ein Stern drin, ich mache noch wieder rein, das ist eigentlich üblich. Aus Reittier, das ist die andere Tabelle, die ich gerade umbenannt habe, wo gilt, dass der Eggname gleich Reitname ist. Jetzt könnt ihr mal selbst schauen, ob ihr es verstanden habt. Und zwar versucht mal folgende Query zu lösen. Ich erkläre sie auch gleich nochmal, keine Angst, aber einfach nur mal vorweggeschoben, ob ihr es könnt. Gib mir den Spieler aus, der den höchsten Level hat, mehr als 500 Gold besitzt und kein Reittier besitzt. Dafür ein Tipp vorweg, den Spieler des höchsten Levels kann man auch umformen in es gibt keinen Spieler, dessen Level höher ist. Das werdet ihr brauchen.